Hey Leute, Geonox hier, willkommen zu einem neuen Airsoft-Video. Wir sind hier im Nox-Studio und heute zeige ich euch, wie man ganz günstig Airsoft-Spaß haben kann. Ihr wisst gar nicht, wie häufig ich gefragt werde, ob ich eine bestimmte Waffe empfehlen kann, und dann bekomme ich einen Amazon-Link zu einer Federdruckpistole. Holt euch als Anfänger keine Federdruckpistole. Ich sage euch auch warum. Ihr werdet so schießen. Repetieren, schießen, repetieren, schießen, repetieren, schießen. Die anderen werden so schießen. Oder so. Tak, 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 tak. Da sage ich zu Federdruckpistolen no, no. Aber es gibt noch die Federdruck-Pumpguns, Federdruck-Shotguns. Da habt ihr nämlich die Hand am Repetierer. Das macht schon ein bisschen mehr Sinn. Da habt ihr repetieren, schießen, repetieren, schießen. Aber ihr müsst die Hand von hier nicht hier oben rübernehmen. Aber der eigentliche Sinn von einer Shotgun, dass da mehrere Kugeln rauskommen, geht irgendwie verloren, weil da kommt auch noch eine Kugel raus. Also, für 30 Euro bekommt ihr eine Federdruckpistole mit einem Schuss. Oder eine Shotgun mit einem Schuss. Meiner Meinung nach könnt ihr diese 30 Euro sparen. Legt lieber nochmal 14 Euro drauf und ihr bekommt das hier. Ich habe hier vor einigen Tagen was bekommen und ich habe es noch nicht aufgemacht, obwohl ich es unbedingt sehen wollte, weil ich es mit euch gemeinsam aufmachen möchte. Zack, knick. Hier ein bisschen, ganz vorsichtig, ja, so, ja. Ich mache hier mal auf, damit ihr alles seht. Und da ist es. Ich hole sie mal raus. Hoppa. Zack. Oh. Wir haben hier MB56B Multishot Combat Command Shotgun. Oh. Und das Besondere hieran ist, es kommen, kann man es irgendwo hier sehen, 3 BBs pro Schuss raus. Diese Shotgun hat 0,5 Joule und ist ab 14 Jahren zugelassen. Das machen wir gleich auf. Aber außer der Shotgun habe ich hier direkt mal ein paar extra Shells bestellt. Warum die in so einer Extra-Verpackung gekommen sind, keine Ahnung, aber egal, Hauptsache es funktioniert, oder? Wollen wir mal schauen, wie das schöne Stück aussieht? Let's do this. Was ist hier alles drin? Wir haben hier einmal wichtige Hinweise, kann weg. Owner's Manual. Okay, es ist eine Shotgun, man repetiert und schießt, oder? Braucht kein Mensch. Hier schön mit Folie eingepackt. Aber wir wollen hier das Ding sehen. Ich habe mich extra für die Variante ohne Stock, also ohne Schaft entschieden, weil ich werde diese Shotgun im CQB spielen. Das heißt Indoor, es wird eng sein und damit kommt man dann besser um die Ecken und kann dann auch besser schießen. Aber schauen wir mal, was sonst noch hier in der Box ist. Wir haben hier eine Shotgun Shell. Eine wird auf jeden Fall nicht reichen. Hier passen 30 BBs rein. Da bei jedem Schuss 3 BBs rauskommen, kann man insgesamt 10 mal schießen. Oh, ich bin so gut in Mathe. Und deswegen habe ich hier noch die anderen Shells bestellt. Ansonsten haben wir hier noch BBs. Gut, ich habe genug BBs. Ein Speedloader, es ist immer ganz gut, wenn ein Speedloader dabei ist. Als Anfänger hat man nicht unbedingt einen Speedloader da. Ich habe jetzt mittlerweile 3 Stück, aber hier ist ein neuer, der dazu kommt. Dann haben wir hier eine Sling. Sieht nicht sehr stabil aus. Ich weiß nicht, ob ich da einen Sling dran machen würde. Ich glaube, ich werde das Ding sowieso ohne Sling spielen. Das Ding ohne Sling. Also Sling weg. Was haben wir noch hier drin? Einen Reinigungsstab. So, hier vorne ist eine kleine Öffnung. Da kann man wahrscheinlich was reinstecken und dann sauber machen. Müsste man in der Gebrauchsanweisung nachlesen, die ich jetzt leider weggeworfen habe. Eine Sache möchte ich noch ausprobieren. Nehmen wir die Shotgun. Wie geht die auf? Hier unten. Zack, da geht die Klappe auf. Wir nehmen die Shotgun Shell, stecken die hier rein, Klappe zu, repetieren. Oh, nochmal. Cool an der Waffe ist, es gibt diesen Slam Fire oder dieses Rapid Fire. Ich zeige euch das mal. Da drückt man hier den Abzug und kann hintereinander schießen. Oh yeah. Ich muss sagen, es ist schon sehr schwer, dieses Repetieren. Also für kleinere Leute oder schwächere Leute ist das nichts. Da wir ja stark sind, ist es für uns kein Problem. Was haben wir hier noch dran? Eine Slinghalterung hier. Eine Slinghalterung. Da, hier oben Sights und hier den Safety Button, Safety Pin. Jetzt kann man drücken, dann mache ich das hier mal rein, zack, und jetzt ist es gelockt, geht nichts und wieder raus. Die Shotgun fühlt sich sehr wertig an, ist schwer, aber jetzt nicht zu schwer zum Spielen. Hier der Griff ist gummiert, das fühlt sich sehr cool an. Ansonsten haben wir hier Metall. Gucken, ob das Ding hier auch rauskommt wieder. Wow, kommt raus. Hier, der Deckel ist aus Metall. Was ist hier noch aus Metall?
Ansonsten ist das hier aus Metall und das hier aus Metall. Der Rest ist aus Plastik. Ja. Aber ich sage euch jetzt schon mal, es wird kein normales Waffenreview werden, wo ich irgendwelche Daten runterleier oder die Abmessung von dem Teil. Ihr seht ja, wie groß das Ding ist. So. Für mich ist viel wichtiger, da diese Shotgun nur 54 Euro kostet. Kann man damit spielen, wird man damit glücklich und kann man sie einem Neuling weiterempfehlen. Mir sind mehrere Sachen wichtig. Einmal ist sie zuverlässig, das heißt keine Feeding-Probleme. Ist sie robust, hält sie länger als einen Spieltag. Gut, wenn sie jetzt einen Spieltag durchhält, heißt nicht, dass sie robust ist. Aber wenn sie am ersten Spieltag direkt kaputt geht, wissen wir, dass sie nicht so zuverlässig und robust ist. Da wir das hier im NOK-Studio nicht testen können, schalten wir nach Lauterbach zu unserem Außendienstkorrespondenten. Er macht für uns den Praxistest. Hey Leute, schöne Grüße aus Lauterbach. Wir sind hier am Schießstand und ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn man mit dieser Shotgun auf statische Ziele schießt. Bei jedem Schuss kommen 3 BBs raus. Die Streuung ist genau richtig. Ich treffe auch ohne jegliche Zielhilfe problemlos diesen aufgestellten DVD-Player. Aber wie oft schießt man schon auf statische Ziele? Wir wollen natürlich sehen, wie diese Shotgun in Action aussieht. Fuß! Ich hatte geplant, maximal 2 Spiele mit der Shotgun zu spielen. Am Ende habe ich den kompletten Tag damit gespielt. Einfach, weil es so mega Laune macht. Es war eine gute Entscheidung, die Variante ohne Schaft zu nehmen. Der Schaft wäre nur im Weg gewesen. Das Repetieren braucht ein wenig Kraft. Aber man gewöhnt sich schnell dran. Mit dem Slamfire-Modus kann man es regelrecht BBs regnen lassen. Hammergeil. Und ich hatte keinerlei Feeding-Probleme. Ich habe die Shotgun richtig gequält. Überhaupt nicht geschont. Nach 6 Stunden Airsoft ist alles heil, nichts ist locker und sie sieht aus wie aus der Box. Über 2 Dinge muss man sich klar sein. Bei 10 Schuss sollte man mitzählen, damit man immer weiß, wie oft man noch schießen kann. Mit etwas Übung geht das Nachladen super schnell. Und zweitens, das Repetieren kostet etwas Kraft. Wenn man damit leben kann, dann gibt es von mir eine klare Empfehlung für diese Shotgun. Da sie nur 54 Euro kostet, ist sie für mich auf Platz 1 der Anfängerwaffen für CQB. Das war's mit dem Video für heute. Jetzt wisst ihr und ich ein bisschen besser über diese Waffe Bescheid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen hoch da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und wie immer, Happy Gaming!